Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu einem neuen Angespielt auf diesem Kanal. Der Supermarkt Simulator ist, glaube ich, ein Spiel, was man nicht wirklich abschließen kann. Oder wenn, dann nach sehr vielen Stunden. Es ist ja auch noch Early Access, wie da steht. Deswegen betitel ich dieses Let's Play mal wieder als angespielt. Ich weiß nicht, wie viele Folgen ich aufnehme. Wir gucken einfach mal und lasst uns überraschen. Jeder spielt dieses Spiel ja aktuell und ich konnte jetzt doch nicht mehr Nein sagen und möchte da auch mit euch reinschauen. Ich habe mich lange gewehrt, da ich King of Retail auch besitze und das Spiel hat schon viele Parallelen zu King of Retail. Also eigentlich optisch nicht und egal. Ich finde aber, es gibt doch Ähnlichkeit zu King of Retail. Aber ja, ich gucke jetzt dann doch mal mit euch beim Supermarkt-Simulator rein. Und ja, ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr habt da Bock drauf. Und ich würde sagen, los geht's. Also ne, man sieht halt, ne, Early Access, hier kommt noch sehr viel dazu an Inhalt. Ja. Schauen wir einfach mal. Lasst uns überraschen. Und jetzt geht's los. Was ist das für eine Auflösung? Oh mein Gott. Willkommen beim Supermarket Simulator. Du fängst mit einem kleinen Laden an und entwickelst dich zu einem großartigen Supermarkt. Kaufe zunächst Waren ein, die du verkaufen willst und stelle sie in die Regale. Vergiss nicht, die Preise mit Gewinn festzusetzen, um einen Bankrott zu vermeiden. Ne, Moment mal. Was ist das hier jetzt plötzlich? Warum hat es das umgestellt? So. So sieht doch besser aus. Spiel dachte sich, komm, lass mal alte Grafik spielen. So von vor 15 Jahren. So und so. Das ist unser Supermarkt. Sieht ja sehr schön aus hier. Kaufe Ware, indem du deinen Computer nutzt. Können rennen. Das finde ich sehr gut. Guck mich mal kurz um. Muss mal die Konkurrenz auschecken. Candy Smoke Shop. Okay. Was haben wir hier? Oh, die verkaufen Essen. Interessant, dass wir hier durch die ganze Stadt laufen können. Vielleicht gucken wir uns die irgendwann mal in Ruhe an. Warte, wo ist mein Laden? Hier. Direkt verlaufen. Okay. Unser Laden heißt einfach Supermarkt. Ja, süß. Hier steht es aber nicht da, was für Ware ich kaufen muss, ne? Nee, einfach nur kaufe Ware. Mach das jetzt einfach mal so. Oh. Wieso kostet... Escape ist zurück. Sperrt. Also ich muss jetzt schon sagen, mir fehlt ein bisschen die Musik. Ich hätte gern Musik. Was ist das jetzt? Jetzt ist das Schild weg. Jetzt sehe ich nicht mehr... Naja, egal. Das sortieren wir jetzt hier ein. Nudeln. Ist das jetzt leer?
Ja. Setze den Preis für das Produkt fest. Ah, okay, eine Packung kostet uns 99 Cent. Wir sollten sie also für mindestens einen Dollar verkaufen. Der Marktpreis ist bei 3,12 €. Ja, da machen wir doch 3,30 €. Nee, warte mal, wir müssen ja noch mehr einräumen. So, das ist Müsli, oder? Aha, ist diese 12 die Anzeige dafür, dass immer 12 Stück auf ein Regalbrett passen? Und bei den Nudeln sind es 8? Dass man das dann beim Nachbestellen weiß? Hier keine Musik? Stellt euch schöne Musik im Hintergrund vor. Ich würde ja Musik anmachen, aber das ist leider auf YouTube ein bisschen schwierig. Ein Toast. Okay, eine Kiste ist immer ein Regalbrett. Grundsätzlich würde ich sagen. Okay, wir setzen jetzt hier noch die Preise. Warum kann ich dann hier draufklicken, wenn ich das Etikett nicht entfernen kann? Ah ja, egal. Also, Marktpreis ist 4,83 €. 83, dann machen wir genau 5. Marktpreis ist 3,96, dann machen wir 4,20. Marktpreis ist 3,71, dann machen wir 3,90. Ich glaube, das ist okay, wenn wir ein bisschen über Marktpreis sind. Okay. Muss ich das von draußen? Ne, ich kann ja von innen. Oh mein Gott! Meine erste Kundin! Ja, ein bisschen Mehl. Interagiere mit der Kasse. Scanne die Produkte, indem du auf sie klickst. Nimm die Bezahlung. Nehme die richtige Anzahl an Wechselgeld. Gott, ich muss rechnen. 16, 10. Space. Oh. Wechselgeld 80. Warum ist das hier mit Space? Ich bin noch neu. Ich muss noch lernen, okay? Auch ein bisschen länger an der Kasse. Müsli und Toast. Okay. Warte. Oh Gott, ich wusste nicht, dass ich jetzt hier wirklich rechnen muss. Was passiert, wenn ich falsches Wechselgeld rausgebe? Kriege ich da eine schlechtere Bewertung? Ah. Bitte schön. Ein bisschen Musik wäre schon schön. Schade, dass es keine Musik gibt. Da muss ich einfach mehr reden. Das dachte ich mir, dass der mit Karte zahlt.
Der sieht schon so aus. Ach, da oben, 11:36 Uhr ist es. Wie lang geht der Arbeitstag? Steht das irgendwo? Oh. So, die Vögel zwitschern, das ist nett. Ja, ich weiß, also mein Supermarkt, der ist schon sehr attraktiv, ne? Also ich kann schon verstehen, dass die Leute hier bei mir jetzt einkaufen kommen. Kredit, okay. Oh, warte, ich komme. Müsli für 5 Euro. Das muss schon gutes Müsli sein. Oder sind das einfach nur gezuckerte Himbeeren? Himbeeren sind teuer. Supermarkt Level 2 sind wir schon. Das ging schnell. Sie haben noch die freie Wahl, der Herr. Sie können noch alles mitnehmen. Aber jetzt nicht so viele Nudeln, da haben die anderen nichts mehr. Das ist mir am liebsten, wenn ich kein Wechselgeld rausgeben muss. Einmal Toast. Haben sie plötzlich alle das Geld passend. Habe ich falsch rausgegeben, dass die jetzt alle Angst haben, dass ich nicht richtig Wechselgeld zurückgebe? Kommt hier noch jemand? Hallo? Ja, sehr gut. Oh so ist es gleich alle. Kann ich jetzt? Oh, wartet. 24. Oh. Warten Sie mal, ich habe hier noch Toast, falls Sie Toast brauchen. Sind die Nudeln auch gleich alle? Bisschen dunkel. Das fehlt, das fehlt, das fehlt. Kostet mich jeweils halt auch Geld für die Lieferung. Das ist ein bisschen. Oh. 1,70 zurück.
Ja, ich habe gerade nachbestellt. Tag ist rum. Kommen doch noch Leute. Okay. Wusste nicht, dass die so viel kaufen. Die Frage ist, kommen jetzt noch die zwei Kunden? Ich warte mal, ob der Herr, aber wenn hier steht, drücke, um den Tag zu beenden, kommt doch jetzt bestimmt keiner mehr. Nee. Key Enter. Hier wäre auch eine schöne Musik. Schön. du erhältst ab heute tägliche Rechnungen. Stelle sicher, dass du diese Rechnungen über deinen Computer bezahlst, bevor dem Fälligkeitsdatum. Ansonsten werden diese automatisch bezahlt. Je mehr elektrische Geräte, desto teurer alle Rechnungen. Hier. Muss ich jetzt noch ein bisschen was auf Lager bestellen? Ja, oder? Ich hole noch mal von jedem Artikel eine Kiste. Also, wir hatten das Brot, Mehl. Ach, das ist Puderzucker. Ach, Puderzucker für 5 Euro. Sind wir im Minus. Aber dann. Ja. Das kann ich nicht kaufen, weil ich dann im Minus bin. Dann lassen wir das Öl weg. Gut, dann. Okay. So, das ist leer. Das ist zum Nachfüllen. Kann nicht geworfen werden. Warum? Hier ist eine komische Taste zum Abstellen. So. Mehl. Oh, jetzt habe ich es aufgemacht. Naja, egal. Und Toast. Naja, ich hoffe, das Toast wird reichen. So, mehr Geld habe ich ja auch nicht. Mehr kann ich gerade nicht tun. Okay, laden es auf.
Es gibt auch so coole Musik, die in so Geschäften läuft. Warum gibt es das hier nicht? Oh Gott, ich bin so blöd. Warte, kann ich den Laden noch mal zumachen? Das kostet einfach gar nichts. Zum Glück hat das noch niemand gekauft. Verändern sich eigentlich die Preise irgendwann? Also 3,96 war es schon. 3,71 war es, glaube ich, auch. Ah. So, das ist jetzt mein 25. Kunde. Gut, dass ich dort beim Müsli gerade einen Preis hingemacht habe. Sonst hätte er das jetzt einfach so kaufen können. Also mitnehmen. Oder kaufen die das dann nicht, wenn hier kein Preis drin steht? Ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt erzählen soll. Mit bisschen Musik, ich wiederhole mich. Wäre das alles gerade ein bisschen spannender. Oh, Bruce Darnell ist auch hier. $10,80, Dankeschön. Und 6,20 für Müsli. Sind wir hier in New York? Ich glaube. Ich glaube, die kennen solche Preise. Hey, der sieht ein bisschen aus wie. Wie hieß er? Hieß er Frank? Bei GTA 5? Vielleicht mal gucken, ob ich das nachfüllen kann schon. 2080. Ja, ich muss Müsli nachfüllen. Nudeln. Abstellen. Kann das Mehl? Dachte gerade schon.
12,40. Und schafft es ja gerade keine. Ah, jetzt kommt jemand. Ich komme nicht an den Lichtschalter. 46, 70. Bitte schön. Kaufen die alle Nudeln? Weg. Kann hier nicht geworfen werden. Doch erst auch so. Das aufgefüllt. Ja, Nudeln habe ich jetzt keine mehr. Nächstes Mal nicht so große Scheine, bitte. Ich habe nicht so viel Wechselgeld. Wenn jetzt noch jemand Nudeln will. Ah. Das ist voll. Wurst ist voll. Oder Zucker. Jetzt auch wieder voll. Okay. Räumen wir kurz auf. Und ich bestelle... Nudeln. So, kann ich jetzt, muss ich wohl früh machen, da dann, wartet mal, es hieß, ich habe jetzt Rechnungen zu bezahlen. Wahrscheinlich erst, wenn ich den Tag beende. Da waren die Rechnungen. Warte mal. Oh. Also ich habe jetzt... es ist ja schon die Folge rum. Dann mache ich an der Stelle das nächste Mal weiter. Beende jetzt die Folge an dieser Stelle. Wir machen nächste Folge meinen Einkauf fertig. Muss doch mal gucken, ob die Mengen stimmen. Und ja, dann kaufen wir uns irgendwann noch eine Produktlizenz. Aber ich kann mir ja noch nicht mal aktuell alle Produkte leisten. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen Geld verdienen. Ja, aber ich danke fürs Zuschauen. Und dann sehen wir uns gerne morgen wieder in der nächsten Folge Supermarket Simulator. Und schau mal, wie es weitergeht. Und ich sag's noch einmal und dann nie wieder. In Klammern hoffentlich.
Mir fehlt ein bisschen Musik im Spiel. Aber vielleicht ändert sich das ja irgendwann nochmal. So, jetzt aber wirklich. Danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.